genug. Aber definitiv wird es ein schwieriges Spiel. International viel spielt und auch gute Spiele dort zeigt. Ich kann mich noch daran erinnern. Ja, der also ein Highlight schon hinter sich hat, das nichts mit dem Sport zu tun hat. Er hat nämlich geheiratet Anfang des Jahres 2000. Sie wissen, es ist ein Mannschaftsspiel. Wir wollen als Mannschaft gewinnen. Und da kommen nur die Spieler hin, die genau sowas verarbeiten können, müssen. Man sieht es ja auch jetzt bei dem Spiel. Ja. Man steht 8-6 und sind ja wirklich auch enge Ballwechsel, wenn man nicht auf Tisch spielt. Das ist nicht das entscheidende Video, sondern das, was in dieser Box passiert. Ja. Er muss zu viele verschiedene Sachen machen, ihn verrückt. Er braucht die Ansagen, ein, zwei Sachen. Er ist noch gar nicht im Spiel drin. Aber er bekommt seine Chance. Sieht es immer wieder bei Franziska, dass er da im Endeffekt im Geraden auch gut im Spiel drin Angel haben soll. Das ist in diesem Moment der Fall. Habeson. Aber das ist oft so, wenn Olympia ist, müssen wir ja die Spiele auch in der Liga, Champions League, Bundesliga reinbringen. Wenn die Bundesliga so ernst nehmen und so konzentriert sind, dass sie für den Verein alles spielen. Sie wollen trotzdem in der deutschen Liga spielen. Und Hugo Calder. Gerade wenn man den Vergleich zieht zu anderen Ländern. Aber dass die Deutschen auch immer absolut zu nah an die große Veranstaltung rein. Und da kommt natürlich auch noch der körperliche Aspekt rein. Jetzt sind es 10-5. Und es ist ein 11-5 dann im in die Ballwechsel reingeben, wo sie hat ja gesagt, du warst ja da gewesen, aber du musst dich mehr bewegen, ja? Du stehst zu viel. Ja? Praktisch weiterhin meine Ballwechsel, weil damit bin ich zufrieden. Sind jetzt wirklich zwei Spieler am Tisch, die im Endeffekt dann auch beide diese Ansagen nochmal brauchen. Sieht es jetzt bei Habeson, es läuft aktuell nicht so gut. Ja? Da muss man einfach versuchen, ihn da wieder in und Satz 5 zu erzwingen. Hochzuhalten, da passieren diese Fehler. Aber wichtig ist jetzt, dass er diesen Punkt macht. Das ist die beste. Der Fehlaufschlag. Die beste. Du hast gerade ein Luftloch geschlagen aus Sicht von Daniel Habeson. Wie geht er damit um? Wie geht Patrick Franziska mit diesem weiß Gott nicht optimal verlaufen? Stark. Sehr, sehr stark gespielt. Sehr. Patrick Franziska holt sich tatsächlich dieses Match. Oh, das wird Habeson natürlich extrem